Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Im heutigen Video wird es darum gehen, wie du noch schneller besser werden kannst, wenn du anfängst, Frauen anzusprechen, das heißt fremde Frauen auf der Straße ansprechen, Frauen in Alltagssituationen ansprechen, wie zum Beispiel im Club oder in der Bücherei oder in einer öffentlichen Veranstaltung, wo du bist, wie du schnell besser werden kannst und damit schnell an den Punkt kommst, dass du wirklich heiße Frauen regelmäßig triffst, regelmäßig Dates und Sex mit heißen Frauen hast. Und da werde ich dir jetzt in diesem Video verraten, die drei besten Tipps, die dir dabei helfen, schneller, besser im Frauen ansprechen zu werden. Der wichtigste und elementarste Tipp, den möchte ich dir am Ende verraten, deswegen bleib unbedingt dran und jetzt legen wir direkt los. Also der erste Tipp, der dafür sorgen wird, dass du besser und schneller besser beim Frauen ansprechen wirst, ist, dass du einfach mehr machen musst. Das ist ganz logisch, aber ich will es an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil viele Männer verchecken das, viele Männer vergessen das. Aber es ist wirklich so, dass je mehr Frauen du ansprichst, desto besser wirst du, desto entspannter wirst du, desto besser wirkst du auf die Frauen und desto mehr Frauen hast du auch, mit denen du dich treffen kannst, mit denen du schlafen kannst und so weiter. Das ist ungefähr so, wie als wenn du das Klavier meistern möchtest. Um beim Klavier Meisterschaft zu erlangen, musst du zuerst die ganzen Grundbewegungen lernen. Und wenn du diese Grundbewegungen kannst, dann kannst du anfangen, deine eigenen Sachen zu machen. Dann kannst du anfangen, deine eigenen Sachen hinzuzufügen. Und dann wirst du erst zum Meister. Genauso ist es beim Frauenansprechen. Du musst erstmal lernen, wie man erstmal entspannt dabei bleibt, eine Frau anzusprechen, wie man über seine eigene Angst hinausgeht. Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du anfangen, noch besser zu werden. Dann kannst du anfangen, richtig heiße Frauen kennenzulernen, also wirklich Top-Frauen, 10 auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man das mal so ausdrücken will. Das passiert eben dann, wenn du so auf dem Meisterlevel bist und dort kommst du hin, wenn du viele Frauen ansprichst, wenn du regelmäßig viele Frauen ansprichst und damit die Grundlagen lernst und nicht mehr so aufgeregt bist. Der zweite Tipp ist, dass du auf jeden Fall bereit sein musst, Fehlschläge zu ertragen, Fehlschläge und Ablehnung. Es gibt einige Coaches und einige Online-Marketer, die wollen dir erzählen, dass es eine Methode gäbe oder mehrere Methoden, wie du niemals eine Ablehnung erfahren kannst. Und ja, es gibt eine Methode, wie du niemals eine Ablehnung erfahren kannst, nämlich wenn du keine Frau ansprichst. Ansonsten werden immer Ablehnungen dabei sein. Ich persönlich sehe das gar nicht mehr als Ablehnung. Für mich ist es einfach zwei Personen, die nicht zueinander gepasst haben, die auseinander driften, bevor sie sich wirklich kennenlernen. Ja, wenn ich eine Frau treffe und sie reagiert kaum auf mich, sie ist irgendwie mürrisch, sie ist schlecht drauf und dann geht sie einfach, denke ich mir, okay, super, dass das jetzt nicht funktioniert hat, weil mit so einer Person möchte ich auch gar nichts zu tun haben. Ich suche Frauen, die ein großes Interesse an mir haben, denn mit diesen Frauen, die ein großes Interesse haben, gelingen einfach die tollsten Dates, die tollsten Beziehungen, die tollsten Sexbeziehungen und allgemein hast du mit denen die interessanteste Zeit und deswegen solltest du ganz explizit nach Frauen suchen, die ein großes Interesse an dir haben, aber die findest du nur dann, wenn du auch viele Frauen triffst, die nicht so ein großes Interesse an dir haben und das musst du gar nicht persönlich nehmen. Ja, es könnte irgendwas sein, vielleicht siehst du so ein bisschen aus wie der Ex-Freund, mit dem sie vor ein paar Wochen Schluss gemacht hat und deswegen passt das für sie gerade gar nicht. Oder vielleicht hatte sie gerade einen super schlechten Tag, ihr Hamster ist gestorben, ist so ein klassisches Beispiel aus der Pickup-Community. Ihr Hamster ist gestorben und sie hat einfach schlechte Laune und es hat mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Sie hat nur zu diesem Zeitpunkt keinen Bock, dich kennenzulernen. Oder sie ist so in Eile, dass sie gar nicht richtig registriert, dass sie von dir angesprochen wird und sofort weiter ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum es nicht funktioniert bei ihr oder warum das Interesse nicht groß genug ist und das ist gar nicht schlimm. Ja? Indem du viele Frauen kennenlernst, sagen wir mal, in der Woche 30 neue Frauen kennenlernst, weil du regelmäßig Frauen ansprichst. Indem du das machst, wirst du erstens schneller, viel schneller besser und zweitens lernst du auch besser mit Ablehnungen umzugehen. Und wenn du mit Ablehnungen umgehen kannst, dann ist es super einfach, besser zu werden. Denn das ist einer der Hauptgründe, warum viele Männer nicht besser mit Frauen werden, weil sie nicht in der Lage sind, mit diese Ablehnung wegzustecken, weil sie sich davon verunsichern lassen, weil sie sich davon aus dem Konzept bringen lassen, weil sie sich davon entmutigen lassen. Ja, das brauchst du auf keinen Fall machen, denn das gehört einfach dazu. Lass es mir dir sagen, es gehört dazu. Ich musste viele Frauen treffen, wo das gegenseitige Interesse nicht so hoch war, um die zu finden, wo wirklich tolles Interesse da war. Aber ich sag dir, die zu finden, wo es wirklich passt, ist es wert, die anzusprechen, wo es überhaupt nicht passt. Und auch bei denen, wo es überhaupt nicht passt, entwickeln sich meist lustige Geschichten daraus oder du hast ein kurzes, nettes Gespräch mit denen. Auf jeden Fall schulst du auch deine Fähigkeiten. An jeder, wo es auch nicht passt, schulst du deine Fähigkeiten, wirst entspannter, wirst besser und kommst noch schneller zu den Frauen, die du wirklich geil findest
und die wirklich auch auf dich stehen. Und das sind genau die Frauen, die du aussortieren willst, die du finden willst in dem großen Pool von Frauen, der da draußen unterwegs ist. Jetzt kommen wir gleich zum letzten Tipp, dem wichtigsten Tipp, wenn du schnell besser mit Frauen werden willst. Der letzte Tipp, ich habe es eben schon angekündigt und auch am Anfang des Videos, ist der wichtigste Tipp, der dir am meisten dabei helfen wird, besser mit Frauen zu werden und zwar schnell. Nämlich ist das regelmäßig Erfolge aufschreiben, regelmäßig aufschreiben, was du gemacht hast. Wissenschaftlich wurde herausgefunden, dass wenn du Sachen aufschreibst, wenn du Sachen trackst, ja, tracken, aufschreiben. Wenn du Sachen aufschreibst, notierst, die du gemacht hast und sozusagen ein Buch darüber führst, wie als wenn du dir aufschreibst, wie viel du am Tag gegessen hast, dann sorgt das einfach dafür, dass du viel schneller an deine Ziele kommst, weil du einen Überblick behältst und weil du dich aktiv mit diesen Dingen auseinandersetzt. Wenn du aufschreibst, wie viel du isst, dann hast du einen viel besseren Überblick darüber, wie viel du noch essen kannst, wenn du zum Beispiel nicht zunehmen willst oder wie viel du noch essen solltest, wenn du zunehmen willst. Und genauso ist es bei den Frauen ansprechen. Wenn du nach Hause kommst und du hast 3, 4 fremde Frauen angesprochen an diesem Tag, schreib dir auf, hey, ich habe 3, 4 Frauen angesprochen, was war da so besonders, was ist mir in dem Gespräch aufgefallen, wie locker war ich, was könnte ich vielleicht nächstes Mal noch besser machen. Ja, notiere dir das so ein bisschen, leg dir dafür ein kleines Tagebuch an, wenn du willst, in dem du aufschreibst, hey, wie waren meine Erfahrungen, hey, heute war ich im Club und habe mit einigen Frauen gesprochen, wie waren da meine Erfahrungen. Und schreib dir einfach immer auf, wenn du in sozialen Situationen mit Frauen bist oder wenn du Dates mit Frauen hast, was passiert ist, wie du es erlebt hast und wie viel du auch gemacht hast, also wie viele Frauen du auch an dem jeweiligen Tag angesprochen hast, wie mutig du warst sozusagen. Und indem du dir das aufschreibst, wirst du super schnell besser, weil wenn du mal ein paar Tage hast, wo du merkst, oh, jetzt habe ich aber gar nichts gemacht, habe ich echt den Feigling raushängen lassen und habe die Frauen, die mir gefallen haben, nicht angesprochen, dann kannst du das dann nachvollziehen und siehst du, oh, okay, da habe ich gut performt und hier jetzt dieses Loch so, okay, wird mal Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr Gas gebe. Wenn du es nicht aufschreibst, dann ist es so, ja, weiß nicht, letzte Woche habe ich vielleicht 1 oder 2, vielleicht auch 10, ich weiß nicht genau, fremde Frauen angesprochen. Wenn du es aufschreibst und dir genau aufschreibst, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist, dann hast du eben die genauen Kennwerte und dann wird dich das zusätzlich anspornen, noch besser zu werden. Denn du guckst halt, hey, gestern habe ich 3 gemacht, vorgestern 3, also 3 muss ich heute auch mal, also mindestens 3 müssen es heute auch werden. Also spornt dich einfach an, noch schneller besser zu werden. Und es ist wirklich krass, das mal zum Ende. Es ist wirklich krass, wie viel schneller man besser werden kann, wie viel schneller oder wie schnell du auch überhaupt heiße Frauen kennenlernen und in deinem Leben haben kannst, wenn du diese Tipps beachtest, die ich dir gerade gegeben habe. Das habe ich halt bei vielen Coaching-Teilnehmern gesehen, wo das immer wieder ein Problem war. Bei vielen Männern, die besser werden wollen mit Frauen, sind diese Fehler, die ich eben gezeigt habe oder diese nicht gemachten Strategien, eine der Hauptgründe, warum sie noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sind. Wenn du zum Beispiel bei mir ein Coaching machst, dann bist du auch aufgefordert, mir jede Woche einen Bericht zu schicken, wo du mir sagst, hey, was ist die Woche gelaufen, mit wie vielen Frauen habe ich gesprochen, wie liefen die Gespräche, was fand ich gut, was hätte ich besser machen können. So einen Bericht schickt mir jeder Coaching-Teilnehmer in meinem Coaching zu. Ist einfach ganz wichtig, dass du dauerhaft dran bleibst, dass du dauerhaft besser wirst. Jetzt sind wir am Ende des Videos. Schön, dass du dabei warst. In der Ecke kannst du das letzte Video gucken. Unten geht's zum Quiz, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Und da findest du auch heraus, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Bleib einfach bis zum Video dran, was dann auf der nächsten Seite erscheint. Und unten in der Ecke kannst du noch meinen Channel abonnieren. Stell sicher, dass du das Glockensymbol danach anklickst, neben dem Abonnieren-Button, damit du auch wirklich darüber benachrichtigt wirst, wenn ich neue Videos hochlade, nämlich immer am Donnerstag und am Samstag. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin, ciao.